So, wir starten unser Projekt. Das Kinderzimmer wird neu und wir haben jetzt schon alles ausgeräumt. Da an dem Eck kommt nachher das Bett rein und hier auf die lange Fläche möchten wir so eine kleine Berglandschaft machen. Und ja, mal schauen, wie es wird. Ihr werdet es sehen. Bis gleich. So, hier sind jetzt unsere Farben. Das ist das Vanillegelb. Das ist das Originalrosa in Pastell. Und das haben wir ein bisschen abgetönt. Wir haben einfach nur Rot mit rein, dass es ein bisschen dunkler ist. Ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Und jetzt überlegen wir, wie wir die Berge setzen. Wir haben uns das gute Fogtape geholt. Da ist es. Ich hoffe auch, dass das wirklich so gute Kanten macht. Aber wir werden es euch zeigen und jetzt geht's erstmal los. So, wir haben jetzt unseren Entwurf fertig. So in etwa soll es dann werden. Das, was jetzt grün ist, ist abgeklebt mit dem Forktape und das werden wir jetzt in dieser hellen rosa Farbe malen. Und die anderen in, was jetzt da mittlerweile noch gelb ist, kommt dann in dem dunklen Pink, rosa, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, zeigen wir euch nachher das Ergebnis. So, jetzt haben wir die erste Farbe aufgetragen. Das war das helle Rosa. Und jetzt folgt das dunklere, selbst angemischte Pink. Diese da. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Dann kommt der Hintergrund noch gelb und ein paar Wolken noch mit drauf. Und dann haben wir es schon. Also, ich zeige euch nachher das Ergebnis. So, guten Morgen, meine Lieben. Heute ist schon Tag 2 der Renovierung. Gestern haben wir nicht mehr so viel geschafft, weil dann schon die Sonne wegging und es dann sehr dunkel war. Und ja, heute kümmern wir uns um diese schöne Wand hier. Beziehungsweise schön ist was anderes, weil wir haben die zum Einzug ganz schnell gestrichen. Ja, und wie ihr seht, fleckig ohne Ende. Und das wollen wir jetzt ändern. Und zwar streichen wir sie in diesem tollen Vanillegelb. Das haben wir gestern schon getestet. Und wenn wir das haben, zeige ich euch das fertige Zimmer. Bis gleich. So, meine Lieben, ich bin euch ja noch das Endresultat schuldig und genau das zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir jetzt das Bett und dahinter sind jetzt die Berge. Hier geht es weiter. Hier haben wir jetzt das Regal, wo ich euch auch verlinkt habe. Was wir selber gebastelt haben. Hier sieht man es jetzt nochmal. Die Kugeln haben wir mit diesem ja, Glitzerspray eingesprüht. Und das ist die ganz normale Wandfarbe, die wir auch an die Wand gemacht haben. Auf beiden Seiten. Und hier die Puschel. Genau. Also die Wandfarbe ist super aufgetrocknet. Auch den Unterschied der Farbe erkennt man super. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ist, hier sieht man es jetzt nicht ganz so doll. Also dieses Frog-Tape, es ist zwar besser als dieses normale, ja, Kreppband, sage ich mal. Aber wir haben trotzdem überall, weiß nicht, ob ihr es seht, aber überall ist es trotzdem drunter gelaufen, obwohl wir es richtig fest drangedrückt haben. Es kann natürlich auch an unsere Wand liegen, die ist schon wirklich arg mit Rauchfaser, aber ja. Ist natürlich ein bisschen schade, das werde ich die Tage noch ausbessern. Das Regal hier, das habe ich auch angestrichen mit der Wandfarbe. Das war vorher blau und jetzt hat es halt die gleiche Farbe wie die Berge. Hier haben wir jetzt wieder unser Tippi ins Zimmer geholt. Das wollten die Mädels unbedingt wieder haben und ich finde, das passt super dazu. Da haben sie jetzt wieder ihre Filli-Sammlung. Und hier seht ihr jetzt die schöne gelbe Wand. Die ist richtig toll geworden. Und auch die Farbe ist richtig schön. Hier haben die Mädels ihr Spielzeug, haben wir alles jetzt, die ganzen Bücher, alles wieder ordentlich reinsortiert. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, das neue alte Zimmer. Ich finde, es ist richtig schön geworden und die Mädels sind auch zufrieden. Das ist die Hauptsache. Und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht und die Anleitung. Und wenn es euch gefällt, lasst doch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal.